Hallo zusammen, heute soll es um das X-Wing Miniaturenspiel gehen. Da habe ich ja in einem vorherigen Video schon ein bisschen angeteasert. Wichtig ist im Basisspiel, da gibt es dann erstmal zwei TIE Fighter, ein X-Wing. Die Nummern, die zeigen euch dann, in welcher Reihenfolge die Flieger fliegen. Wenn man das Basisspiel anfängt, dann hat man erstmal nur die einfachen Piloten ohne Sonderregeln. Die Piloten sieht man jetzt hier. Zusätzlich braucht man dann noch die, wie heißen die Rädchen? Genau, die Fliegerrädchen, auf denen man seine Manöver praktisch dann einstellt. Hier haben wir jetzt mal ein einfaches Spielfeld aufgebaut, ein paar Asteroiden in die Mitte mit reingelegt, damit man wenigstens so ein paar Hindernisse hat, um die man rumfliegen kann. Und jetzt kann das Spiel eigentlich auch losgehen. X-Wing ist in zwei Phasen aufgeteilt. Es gibt einmal die Flugphase und dann gibt es die Schussphase. Und zwar läuft es dann so, dass jeder sein Rädchen einstellt mit den Flugmanövern, das verdeckt neben den Piloten bzw. neben das Raumschiff legt und dann wird in Reihenfolge der Nummern, die ich vorhin schon kurz gezeigt habe, wird dann das Flugmanöver ausgeführt. Also die 1 zuerst, dann kommt die 2 und so weiter. Und bei der Schussphase nachher läuft das Ganze andersrum. Das heißt, die höchste Zahl fängt an zu schießen und dann geht es da wieder runter. So, jetzt wird geguckt, ob jemand schon in Schussreichweite ist. Das ist es. So, hier sieht man nochmal die Würfel. Diese explosionsartigen Dinger sind natürlich die getroffenen Treffer. Und dieses Ausweichsymbol, das man in der Mitte gesehen hat, war Ausweichen. So, jetzt wird der TIE Fighter rechts angegriffen. Der hat jetzt auch Treffer kassiert. Deswegen nimmt man dann diese Kärtchen und legt die auf seinen Piloten, damit man nicht vergisst, dass der schon einen Treffer eingesteckt hat. Und jetzt darf der zweite TIE Fighter hinten noch schießen. Und Treffer versenkt. So, hier sieht man jetzt wieder die nächsten Flugmanöver. Hier mein einer TIE Fighter, der macht jetzt eine Kehrtwende, damit er natürlich wieder in Richtung X-Wing schießen kann. Jetzt kommt der Zweierpilot, das ist der X-Wing. Der macht spannenderweise auch eine Kehrtwende. Das heißt, wir spielen jetzt ein bisschen Schisshase und fliegen aufeinander zu. Und der letzte TIE Fighter, der macht auch eine Kehrtwende. So, das heißt, wir sind alle im Schussfeld des anderen. Sieht man hier nochmal. Und jetzt geht wieder die Ballerei los. So, das war ein Treffer. Und versenkt. Sein Pilot ist zerstört, sein Raumschiff. Also beide. Und das war's. Und das Imperium hat zurückgeschlagen. So, danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen den Eindruck gewonnen von dem Spiel. Das war jetzt, wie gesagt, eine sehr vereinfachte, sehr kurze Runde. Irgendwann in einem späteren Video kann man das vielleicht mal noch ein bisschen auf die erweiterten Regeln eingehen. Aber für heute war es das mal. Tschüss, macht's gut.